erstmal ein bisschen Wasser holen. So, drin habe ich alles versorgt heute Morgen. Und jetzt muss ich hier draußen erst noch alles versorgen, bevor ich gleich loslege, mit euch gemeinsam hier etwas zu machen. Tja, hallo und herzlich willkommen im Reich der kleinen Miniaturbäumchen. Wir werden heute auf jeden Fall etwas mehr gießen, denn es war doch recht warm gestern, ne? Und von daher sind wir da mal ein bisschen, ich sag's mal, großzügiger zum Nachgießen. Hier oben, die haben ja alle schon was gehabt, aber trotz alledem gucke ich noch mal das eine oder andere, was hier noch Wasser braucht, damit wir hier nichts verpassen. Das ist nämlich ganz wichtig. Ja, womit machen wir heute weiter? Ich würde sagen, da wo wir gestern aufgehört haben, und zwar geht es heute mal dann nicht um Schneiden, sondern um Einpflanzen, Umpflanzen der Miniaturbäume. Ja, ist schon eine Menge, was wir machen möchten, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich werde erstmal hier fleißig gießen, auch wenn die Bienchen hier jetzt sind, aber da nutzt alle nichts, die Bäumchen brauchen Wasser. Muss ja nicht sein, dass die Bienchen hier den Rest noch wegsaufen, ne? Von daher. So, ich mache das mal just hier fertig und dann sehen wir uns gleich hier vorne mit unserer Lonize da. Und wir werden heute, nein, ich verspreche nichts, denn es gibt einiges und ich mache das, wozu ich gleich Lust habe. So ist es am besten, ne? Bevor ich sage, wir machen das und dann habe ich da plötzlich keine Lust zu. Okay. Ein Gesumme ist das hier. So, das Ding kommt jetzt erstmal. Das Ding, sagt er. Oh mein Gott, unser Bonsai. Da kommt jetzt erstmal eine Trainingsschale rein hier, mit Untersetzer tatsächlich auch. Den lege ich aber erstmal an die Seite. Dann ist das Arbeiten nämlich einfacher. Hier sind ein paar große Löcher drin. Da legen wir jetzt einfach ein paar kleine Steinchen drauf und damit hat sich die Kiste schon. Möglichst so, dass noch Wasser abziehen kann. Ne? Also nicht ganz komplett zudecken, ganz klarer Fall. Denn ansonsten ohne Wasserabzug, ne, haben wir hinter eine Sumpfpflanze. Das wollen wir ja auch nicht. So, jetzt. Wir haben ja gestern gesehen, deswegen zeige ich ihn jetzt nicht mehr. Ne, nee, doch, gleich, wenn wir ihn reinsetzen. Wir haben ja jetzt einen sehr flachen Wurzelteller, sag ich mal. Ne? Und den möchte ich auch behalten. Und diese Trainingsschale ist doch recht tief. Ich würde sagen so ja, knapp 8, 9 cm ungefähr. Und ich möchte ihn also nicht komplett nach unten wurzeln lassen. Das heißt, wir werden es im Prinzip genau so machen, wie er vorher auch gestanden hat. Ne? Das heißt im Klartext, was machen wir? Jawohl, wir legen die Teichfolie wieder unten drunter. Kannst auch eine andere Folie nehmen, ne? Ist eigentlich egal. Das soll einfach nur verhindern, dass die Wurzeln vom Teller aus unten drunter, ne, einfach in die Tiefe wandern. Weil wenn dann später umtopfst und dann doch mal eine flache Schale reinpflanzen willst, dann musst du das ganze Wurzelwerk darunter erst wieder wegschneiden. Ne? Und das wäre natürlich nicht so gut. Und von daher machen wir das einfach mal so, wie ich es gerade gesagt habe. Lol. So ist das. So. Ich bin ein bisschen spät heute dran, aber wie gesagt, ich musste drin erst alles versorgen. Das ist halt, ja, ein Nachteil ist es nicht, sondern das ist halt so, man hat ein bisschen mehr Arbeit, wenn man vielfältig sich mit Pflanzen beschäftigt. Also jetzt nicht nur Bonsai oder nur exotische Pflanzen oder nur tropische Pflanzen. Ja, weißt Bescheid, was ich meine. Ist da noch alles ein bisschen viel. So, aber nichtsdestotrotz wollen wir das ja auch alles gebacken kriegen. So, jetzt legen wir die Folie einfach hier oben drauf wieder. Ich brauche den Kandidaten nicht anbinden. Denn der Stein ist so schwer, der fliegt nicht weg. Da brauche ich keine Angst bei haben. So, jetzt werden wir voraussichtlich noch ein bisschen Wurzelwerk schneiden müssen. Voraussichtlich. Hier geht doch eine Menge Wasser rein zum Wurzelwerk, ne? So. So sieht er aus. Das siehst du wohl, ne? Ah, das ist schon grandios. So, ja, ich habe es mir schon gedacht, so ein kleines bisschen, nicht viel, aber kleines bisschen. Kleines bisschen. So, jetzt mache ich das denn jetzt. Ich halte einfach mal fest. Können wir ja schön runterpacken. Ne? So, jetzt muss ich überlegen. Ich möchte doch den Bereich hier etwas mehr haben, weil er da auch schöne dicke Wurzeln vom Baum selber aus nach da gerichtet hat. Also nehme ich doch eher erstmal hier hinten was weg und schmeiße das einfach mal hier auf den Teller. So, da war jetzt auch nur feines Wurzelwerk, von daher ist das nicht so tragisch. Okay, jetzt gucken wir, ob das jetzt passen würde. Fast. Ich setze ihn einfach mal auf. Ja, ich glaube, wir stellen den Stein auch nicht parallel zum Topf, sondern ein bisschen schief. Jawohl, dann sieht das ein bisschen interessanter aus, ne? Definitiv. Ja, guck mal, es ist so wenig Arbeit, wenn man alles richtig gut vorbereitet hat. Das ist schon genial. So, das heißt, hier muss ich dann doch was drauflegen, damit die beiden Wurzeln, die hier sind, ein bisschen runterkommen. Das heißt, ich muss mal eben was suchen oder überlegen, wie ich das mache. Man muss es so einfach wie möglich machen. Von daher, ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Ich zoome einfach mal dran. Die stehen dann so ein bisschen ab, die Wurzeln. Auch wenn ich im Display selber gar nichts sehe.
Wegen Sonne. Aber okay, ich suche mal eben was. Wir machen das so einfach wie möglich. Die beiden muss ich hier ein bisschen runterbringen. Ne? Ich mache ein bisschen Substrat hier schon mal drauf. Und dann nehmen wir uns einfach ein Steinchen in etwas schwereren und legen dann den so drauf, dass er hier auf beiden Wurzeln aufliegt. Bisschen hinter, dass er nicht kippen kann. Ja, das sollte gehen. Das ist okay. Können wir bei Bedarf dann später irgendwann mal wieder runternehmen. So, jetzt machen wir auch nicht zu viel hier drauf. Denn wir wollen ja später die Wurzeln auch sehen können. Ne? Aber das ist dann, ja, ich sag's mal so, im Laufe der Zeit wird sich das dann wieder freilegen hier oben drauf. Ne? Siehst du wohl. Ratzfatz ist das gemacht. So einfach kann das gehen. Das ist der Vorteil eben, wenn man so einen flachen Wurzelteller hat. Ne? Dann ist das alles mal eben gemacht, ohne viel Fummelei oder so. So, hier noch mal ein bisschen was hin. Und dann haben wir das auch schon fertig. So einfach geht das. Ratzfatz. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich kräftig spülen. Ein ganz klarer Fall. Und nach Möglichkeit, wo haben wir denn die Gießkanne da? Nicht spülen, sondern gießen. Ganz klarer Fall. Richtig kräftig gießen. Ist schon fantastisch, dass man mit diesem Substrat alles machen kann. Ne? Du kannst wirklich alle Bäume da reinpflanzen. Also Sträucher, was auch immer, whatever. Ne? Das ist also richtig genial. Und eben bedingt dadurch, weil das alles strukturstabil ist, bleibt das auch ewig erhalten. Das wird also nicht Matsche oder verdichtet, dass kein Sauerstoff mehr reinkommen könnte unten oder so. Sondern das ist wirklich so richtig genial. So, okay. Dann haben wir das fertig. Läuft noch nichts unten durch. Das ist jetzt eine 2 Liter Gießkanne. Das sollte aber dann ausreichen, 2 Liter. Und der Kandidat kommt jetzt definitiv noch absonnig gestellt. Ne? Ganz klarer Fall. Jetzt beim Arbeiten hier ist das nicht so tragisch, aber ansonsten zum Anwachsen kommt er jetzt auf jeden Fall absonnig gestellt. Ja, coole Sache, dass das so einfach funktioniert. Ne? Richtig genial. So, der hat jetzt natürlich auch ein bisschen Gewicht. Auch das geht aber. Das ist okay. Ist gar nicht so schlimm. Ab in Schatten. Jetzt kommt der schwierigste Part für heute. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Wenn nicht, muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Wir haben jetzt unseren Apfelbaum hier als Bonsai. Den habe ich übrigens jetzt mit dem Blattglanzspray eingesprüht, also den Baum komplett, weil wir haben hier so ja, Läuse drauf, so Schildläuse, Kommaläuse nennen die sich, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob das hilft oder nicht, aber Versuch macht klug. Von daher wollen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinbekommen hier. So, raus geht schon mal einfach. Boah, der ist auch schon recht lange hier drin, alter Schwede. Ey. War auch nicht wirklich geplant als Bonsai, das war so ein Versuchsdingen. Ein Wurzelausläufer von einem Apfelbaum. Und da wollte ich mal gucken, ob das funktioniert. Wir haben noch einen zweiten davon. Und es hat funktioniert, definitiv. Ne? Und dann ist diese Geschichte irgendwann entstanden, so aus Just for Fun. So, dann haben wir noch eine Amelanchier drin, eine Felsenbirne. Das wird jetzt nicht ganz so einfach werden hier bei der Geschichte. Nämlich kräftig Wurzeln drin. Pass mal auf, ich werde das Ganze pauschalisiert erstmal den unteren Teller wegschneiden hier. Dann ist das nämlich noch meine Hausnummer einfacher. Auch hier, ne? Nimm eine gebrauchte Schere, aber doch scharf. Ganz wichtig, ne? So, pass mal auf. Ich guck mal Justus. Hier ist der Wurzel. Die Wurzel. Oh, die geht bis hier unten hin, die dicke Wurzel. Alter Schwede. Okay, aber die können wir so nicht gebrauchen. Und da sind die Apfelbäume auch nicht so empfindlich. So, zack, dann haben wir das schon mal weg hier. Mal hoffen, dass noch was übrig bleibt an Wurzeln. Aber ich habe bei dem anderen, den hatten wir auch schon mal vorbereitet, schon gesehen, dass es also möglich ist, die auch radikal zu schneiden, die Wurzeln. Und wie gesagt, es war, oh, geht jetzt aber einfacher als gedacht. Gleich ist nichts mehr dran, lachst dich kaputt, ja. Für Pech haben ist das so, machst du nichts, ne? So, okay, das war's schon. Tja, das war schon eine dicke Wurzel. Okay, ach, gucke mal. Geistesgegenwärtig, ja? Krass cool. Also auch hier mit Unterlage, Teichfolie. Wie gesagt, kannst du was anderes nehmen. So, okay, das heißt, ich spüle den mal ein bisschen im Wasser. Und dann, ach, das ist ja jetzt mal schön. Ich dachte, das wäre jetzt schwierig. Guck mal, wie einfach das ist, ne? Siehst du wohl. Jetzt haben wir das Ganze fast schon passend abgeschnitten, würde ich sagen. Durch Zufall. Okay. So ist das dann halt, ne? So, der obere Bereich hier, der soll dann später auch sichtbar werden.
Der Knobel auch noch hier. Da kann ruhig noch rausragen aus dem Topf später, aus der Schale. Und von daher werde ich das auch so belassen. Ich habe jetzt einfach einen Eimer genommen, Wasser rein, das geschüttelt und ein bisschen rumgefummelt und dann geht das Substrat ganz einfach ab. Also es ist total easy. Total easy. Ja, okay. Also kommen wir gleich ans Einpflanzen. Dann muss ich mal gucken, wo wir ihn denn dann einpflanzen. Es kann weitergehen. Ich habe jetzt einen Untersetzer genommen, viele Löcher reingebohrt, schon ein bisschen Draht durchgesteckt, ne, damit wir gleich festmachen können. Und dann nehme ich ihn jetzt mal aus dem Wasser und gucke mal, wie wir das jetzt hinbekommen. Den könnte ich hier durchstecken und hier drüber ziehen. Den hier vorne dann gleich. Ja, das geht soweit. So, so würde er jetzt stehen. Ich würde sagen, ein kleines bisschen kann er höher kommen, ne? Nicht so ganz flach. Das heißt, pass auf, wir werden hier nochmal was wegschneiden bei den Wurzeln. Ich meine, an die Seite stellen hier. Wir schneiden hier nochmal was weg, damit er da ein bisschen tiefer kommt. Kann man das sehen? Ja, ne? Geht so. So, mal den noch hier. Oh, Treffer ins Hochbeet. So, und den hier noch. Eben gucken. Oh, da müssen wir ein Stück, ein Stück hier weg. So. Okay, so dürfte das jetzt passen. Wo ist der Eimer? Da drunter. So. So dürfte das jetzt passen. Ja, doch. Definitiv. Okay, also einmal da drüber. Einmal hier durch, einmal da. Jawohl, siehst du wohl. So einfach kann das gehen, ne? So, machen wir ein bisschen fest hier. Den brauchen wir auch nicht mit der Zange festmachen oder so. Ganz einfach locker an. Jetzt kippt er natürlich um. Oh, das ist jetzt auch noch so eine Sache, ne? Jetzt kippt er um. Weißt du, was ich meine? Okay. Ja, das ist natürlich dann jetzt nicht so gut, ne? Das ist dann natürlich jetzt nicht so gut. So, das reicht. Wie machen wir das denn jetzt? Ich meine, vorher im Topf war okay, da war ja ziemlich groß, ne? Und hat ja Gewicht, aber hier haben wir jetzt kein Gewicht mehr. Das ist jetzt aber auch ein Ding. Mal auf, da muss ich mir gleich was einfallen lassen. Und mal gucken, wie wir das gleich hinbekommen. So, erstmal ein bisschen Substrat rein hier, damit das schön versorgt wird schon mal. Das ist jetzt aber, ne? Und schütteln das Ganze. So. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Gewicht hin. Oder, warte mal, doch, ja, wir könnten vielleicht hier irgendwo einen Stein positionieren. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Wäre durchaus denkbar. So, da unten drunter muss ich doch mal was reinschieben hier. Ja, so kann es gehen, ne? Habe ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist, ne? Das kommt beim Machen, ne? Einfach mal machen, nicht lange lachen, weiß Bescheid. Und dann passiert's. Und dann weißt du Bescheid später. So ist das. So. Ja, meine Güte, das ist jetzt aber auch, ne? Habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet, ehrlich nicht, du ist schon, ne? Ah, so, ne? So lernt man auch immer wieder mal was dazu. Halt die Wurzel hochholen wollte ich jetzt allerdings nicht hier. Das ist nicht so gut. So, brauchen wir schon Wasser. Mal ja. Immer schon mal ein bisschen Wasser drüber hier. Wenn nicht, muss ich sowieso gucken, was ich hier gleich einen Stein drauf packe. Aber geht, ist okay. Passt schon. Ach, guck mal, er steht ja. Lol. Ja, kann das gehen, ne? Manchmal kann er auch stehen. Okay. So, da muss noch ein bisschen Substrat drunter. Da ist noch ein kleines Loch. So, mal, jetzt habe ich alles Mögliche in der Hand. Du, ich sage dir, weil ich Angst habe, dass das Bäumchen umfällt, ne? Und dann hältst du alles fest. Dann hältst du einfach alles fest. Ja, so kann es gehen, ne? Siehst du wohl. Gut, das verschwindet hier vorne noch so ein bisschen Substrat später, ne? Aber jetzt erstmal sind wir nicht zu geizig damit. Das verschwindet später wieder runter. So, siehst du wohl, hier noch ein bisschen drauf. Hier noch ein bisschen drauf. Dass erstmal alles komplett bedeckt ist, damit er auch gut einwachsen kann, ne? Okay, so, jetzt ist aber gut. Dann nehmen wir einfach mal das andere hier, machen das mal so. Was siehst du wohl, ne? Das Schöne ist jetzt, was ist das Schöne? Wenn er trocken ist, fällt er um. Dann weiß Bescheid. Hallo. Muss gegossen werden, ne? Okay, also haben wir es dann doch geschafft. Einfacher als gedacht. Und jetzt kommen wir zu dem Geschwisterchen, denn auch das gibt es tatsächlich noch. Auch hier habe ich jetzt einen zweiten Untersetzer genommen, größeren. Dann kann ich da auch noch mal Wasser reinfüllen hier, dass er erstmal längere Zeit versorgt ist. Und wenn es dann mal längere Zeit regnet, dann nimmt man einen Untersetzer drunter weg, gut ist, ne? Ansonsten ist das so schon mal, ja, hat man ein bisschen was auf Vorrat. Ist das herrlich draußen. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten.
also das ist das zweite Apfelbäumchen, zu dem zweiten Bäumchen hier, damit drin gewachsen war bei dem anderen gerade, dass die Felsenbirne, die Amelanchier, hier, da machen wir mit Sicherheit auch noch was, ne? Aber erstmal blub ins Wasser. So, jetzt kommen wir zu dem. Den haben wir letztes Jahr auch ein bisschen weiter vorbereitet. Ich habe ihn gerade mal rausgezogen, schon mal, damit es flotter hier geht. Hat sich soweit ganz gut entwickelt, muss ich sagen. Relativ wenig Wurzelwachstum, aber das ist dem geschuldet, weil er stand mal eine Zeit lang trocken und ich hatte das verpasst, weil der stand in so einer Ecke gedrückt und da konnte ich den nicht sehen. Naja, ab und zu hat er dann ja doch mal Regen gekriegt, aber insoweit hat das auch ganz gut funktioniert. Er lebt, die Knospen gehen auf und von daher würde ich sagen, schauen wir uns das erstmal etwas näher an, wie das Ganze insgesamt hier aussieht und was wir dann damit machen. Wir haben ihn damals hier oben abgeschnitten. Guck mal, ich zeige es ein bisschen näher, weil so macht er doch nicht Sinn. Dort haben wir ihn damals abgeschnitten, das war eine recht lange Stange gewesen, ne? Und dann haben wir ihn rausgeholt aus dem Topf, die Wurzeln kräftig zurückgeschnitten. Die Rute ist jetzt übrigens nachgewachsen, ne? Also hat das doch insoweit ausreichend funktioniert. Die Wurzeln sehen gut aus, muss ich sagen, richtig schick. Hier hätten wir auch sehr starke Rückschnitte gemacht, hier zum Beispiel, ne? Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ey. Also das hat soweit ganz gut funktioniert, also da sind die Apfelbäume gar nicht nachtragend irgendwie, ne? Also man die kräftig schneidet. Das ist dann soweit okay. So, das heißt im Klartext, auch den möchte ich jetzt weiter vorbereiten. Wie ganz genau, weiß ich noch nicht. Ich habe ihn gerade erstmal geholt. Da mache ich mir erstmal kurz Gedanken. Ich denke, wir werden die Rute wieder wegschneiden hier. Pass mal auf. Da denken wir, dann machen wir das, ne? Oder lassen wir die dran. Oh, Moment, jetzt hatte ich gerade einen anderen Gedanken. Ja, so ist das manchmal. Also, so it is. Kriege ich erstmal Wasser, ne? Damit er uns hier nicht trocken wird. So. Okay, also an und für sich gefällt mir das hier so schon, ne? Das sieht schon cool aus. Auch den könnte man jetzt dann ein bisschen in Form bringen, das wäre okay. Gut, wir hatten hier eine relativ große Schnittfläche, das ist aber nicht so tragisch. Man könnte, ich sag's dir, ich habe jetzt gerade Gedanken. Oh, ich mach's so, wir schneiden ihn zurück, definitiv, nur weil so eine lange Route will keiner haben, ich auch nicht. Der wird hier, der hat hier unten ganz viele kleine Knospen, die kann man jetzt nicht sehen, ne? Aber da wird er tatsächlich wieder austreiben. Oder setze ich ihn? Ich setze ihn erstmal etwas höher an. Denkt man nicht, dass er zurücktrocknen wird. Ich gucke noch mal ganz kurz. Nee, kürzer. Das gefällt mir nicht. Olle Stange da oben drauf. Das sieht doch. Treffer. Sieht auch nicht aus. So, okay. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir weiter vor? Na, hier ist auch noch eine Schnittstelle, sehe ich gerade, eine dicke. Sieht das aus hier drunter? Ja, das sieht relativ gut aus. Das sieht relativ gut aus. Ist jetzt nicht komplett verschlossen, aber ist auf jeden Fall dabei, es zu verschließen. Von daher ist das soweit schon mal ganz gut. So, ja. Ich würde sagen, wir lassen ihn oben rauswachsen und machen dann später noch was mit. Oh, dann nehmen wir den ganz weg und behalten nur den hier. Und nehmen den auch weg hier, dass wir nur das hier behalten. Oh, ich sagte, ich habe wieder ganz viele Wege, ne? Ganz viele Wege. Aber wie heißt es so schön? Wenn man nicht weiß, dann soll man es erstmal lassen. Und das mache ich jetzt auch. Ich würde sagen, ich lasse ihn erstmal im Wasser stehen. Das können wir ja machen, das ist ja kein Problem. Die können ruhig ein paar Tage auch im Wasser stehen. Und dann kann ich mir in Ruhe nochmal Gedanken machen, wie ich da weiter vorgehe. Ich glaube fast, wir behalten nur den Teil hier. Den Rest nehmen wir weg hier komplett. Was sagst du dazu? Konnte man das überhaupt sehen? Ja, doch, ne? Ja, okay, also stellen wir den wieder an die Seite. Es summt, es summt, es summt, es brummt, es brummt. So, wir kommen jetzt zu einer weiteren Linde. Hier haben wir letztes Jahr radikale Maßnahmen gemacht, also kräftige Schnitte vorgenommen. Hier und da. Sieht relativ gut aus. Ich habe die Wundverschlussbasse schon mal abgemacht. Fürs erste Jahr ist das ganz okay für so ein kleines Bäumchen. Er soll auch relativ klein bleiben. Deswegen halte ich ihn auch so lange wie möglich hier in einem kleinen Gefäß, damit er also erst gar nicht kräftig wächst. Ich möchte ihn also wirklich nicht mehr wachsen lassen. In dem Sinne schon ein bisschen klar, ne? Aber nicht mehr kräftig. Ich möchte so ein kleines Bäumchen einfach haben, das mir auch nicht ganz so viel Platz wegnimmt. So, ein paar kleine Maßnahmen werden wir jetzt machen auf jeden Fall. Ein paar kleine Schnittmaßnahmen. Hier ist er doch recht weit rausgewachsen in dem Bereich, ne? Das heißt, hier nehme ich mal das Ganze zurück. Da hängt auch noch ein Faden dran. So. Okay, dann nehme ich auch die Spitze hier noch raus. Dann noch eine klitzekleine Knospe, das ist okay. So, der geht jetzt natürlich nach oben, das ist nicht der Burner. Das heißt, wir könnten ihn jetzt rüberbringen. Könnten, das machen wir auch. Machen wir auf. Das machen wir auch. Bringen wir den mal ein kleines Stück rüber. Müsste eigentlich der ganz dünne Draht gehen. Versuch's mal.
Müsste eigentlich gehen. Wo habe ich die Schere? Da. Ja, auf Play gedrückt. Ja, ist so, ne? Welcher war der? Ah, der. Ja, gut, noch ein kleines Stück. So, okay. Da habe ich die falsche Brille auf, sehe ich gerade. Lol. Ich sage dir, du, manchmal ist aber auch, ne? Manchmal ist aber auch so. Vorsichtig, schon festhalten dabei. So, das sollte schon ausreichen. So, und bringen wir dann ein bisschen rüber. Und schon ist er fertig. Hier müssen wir natürlich im Sommer mal kontrollieren, wann wir das wieder abnehmen müssen. Ne? Ganz klarer Fall. So, vorsichtig an die Seite, nicht, dass es auf den Fußboden fällt. Denn wenn da jemand mit seinem Fuß drauf tritt, Nackefuß, nicht so gut, ne? Nackefuß, nicht so gut, weißt du Bescheid. So, hier ist noch eine kleine Knospe, die nach oben direkt geht. Die nehmen wir dann komplett einmal schon mal weg hier. Denn nach oben soll er nicht mehr wachsen. Dann nehmen wir aber auch in dem Zuge, kürzen wir das ein hier, damit sich das nicht hier als Haupttrieb entwickelt. So, jetzt habe ich leider vergessen, die Schnittstelle vom letzten Jahr nachzuschneiden. Na, gehst du mal ab. Komme ich da noch dran? Ich versuch's mal. Doch, kommen wir noch dran. Ah, die Motorräder sind wieder unterwegs, siehst du wohl. Okay, so. Ja, den haben wir fertig. Dann gucken wir uns den mal an hier. Den könnten wir eigentlich auch ein bisschen drahten. Aber erstmal, oder doch, warte mal, ich schneide erstmal den Schnittstelle vom letzten Jahr zurück hier, auch hier. Ja, doch, komm, der kann auch ein kleines bisschen kann der auch. Ist jetzt nicht so viel, aber wir machen es einfach, ne? Ich sollte mir doch mal eine andere Brille aufsetzen, ey. Mein Gott, was sagt ihr doch? Ist so, ne? So, festhalten hier. Einmal hier festhalten, einmal da festhalten, einmal da festhalten. Genau, wunderbar. Siehst du, klappt doch genial. So, okay. Dann drücken wir den mal ein bisschen so. Ne? Summ, summ. Summ, die, summ, die, bumm. Ja, nicht zu flach, ne? Das sieht dann auch nicht aus, wenn er zu flach ist. So, okay, nachschneiden können wir immer noch, ne? Nachschneiden können wir immer noch, allerdings geht der mir zu weit raus, sehe ich gerade. Schneiden aber hier ab. Schneid ihn einfach da ab und fertig. So, mal rumlegen nochmal. Das habe ich mir hochgedrückt. Ja, das war jetzt dumm. Das war jetzt dumm. Kriege ich noch? Jawohl. So, jetzt aber. Ein bisschen runter. Ich sag's dir doch. Okay. So, jetzt haben wir hier noch einen, der geht auch in die Senkrechte. Den nehme ich aber komplett weg. Den kürzen wir auch nochmal ein hier. Das ist ja mehr oder weniger auch ein Seitenast. Er ist natürlich blöd jetzt, dass der nur eine Knospe hat, die nach innen geht, nach hier. Nach da rein. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Das ist nicht so schön. Das sollte nicht sein. Gut, man könnte ihn natürlich später nochmal rüberbringen. Hör mal auf, ich mache es jetzt einfach. Wie gesagt, er soll klein bleiben. Ne? Von daher müssen wir schon darauf achten, dass wir das rechtzeitig alles zurücknehmen. Aber ansonsten ist jetzt so erstmal okay. So ist erstmal okay, würde ich sagen. So, siehst du wohl, jetzt kommen wir zu dem. Den hat man tatsächlich auch schon mal gedrahtet. Und auch den müssen wir wieder drahten heute. Aber da sieht man schon, dass die auch wieder zurückspringen können. Ne? Definitiv. So, gehen wir jetzt die nächste Stärke, würde ich sagen. In der Hoffnung, dass das ausreicht. Wenn nicht, nehmen wir gleich noch einen anderen Draht. Ist dann auch nicht das Problem. So. Okay, legen wir den einmal hier um den Stamm drum, so, 1, 2, hoppala, so, das sollte schon ausreichen. Ja, das reicht schon vollkommen. Jetzt ist er natürlich auch schon sehr weit rausgewachsen. Nochmal abnehmen. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Aber ich wollte das jetzt mal im Gesamtbild zeigen. Ne? Im Gesamtbild. Ja, weiß Bescheid. Im Gesamtbild. So, jetzt nehmen wir den noch zurück hier. Ich denke, dann ist das soweit okay. So. Tja. Schere, schnipp, schnapp und ab. So, in die Seite legen. So, jetzt haben wir den noch hier. Den schneiden wir erstmal zurück, würde ich sagen. Erstmal hier oben. So. Könnte man auch ein bisschen rüberbringen. Oh, ich sage dir, du. So Fummelarbeiten, das ist so.
Der Detlef, der macht lieber kurz und klein alles. Ne? Das ist dann doch... Halt, die Schere nicht. Das ist dann doch mehr seine Sache. So, nehmen wir einfach mal ein Stückchen. Gucken, ob wir damit hinkommen. Akku läuft noch. Oh, manchmal ist aber auch du. Boah, das ist ganz schön warm, wenn du in der Sonne stehst, so sage ich dir. Tja, nicht so einfach. Ne? So, warte mal. Fangen wir hier unten an. Welcher war das jetzt? Nee, Moment. Wie komme ich da denn jetzt hin? Ich muss über dem gehen hier. Jetzt komme ich da nicht hin. So, einmal rum hier. So, jawohl, kriegen wir doch. Wunderbar. So, siehst du wohl. Eins, zwei, hoppala. So, okay, das war's schon. Bei dem waren dann jetzt nicht ganz so viele. Gerade überlegen. Doch, wir machen es. Pass mal auf. Bei Kastanien nehmen wir immer diese Hauptknospen weg, ne? Damit die kleineren Knospen austreiben. Und wir haben das hier bei der Linde auch. Das probieren wir jetzt mal aus. Weil da sind ganz viele kleine Knospen und dann kommt eine dicke Knospe. Ne? Kriegen wir das mit dem Finger einfach? Ja, guck mal. Ziehen wir einfach mal die dicken Knospen ab, dass der Baum erst gar nicht die Kraft nach vorne schickt. Ne? Ins schnellere Wachstum in dem Sinne. Hier nämlich auch. Hier haben wir auch eine dickere Knospe. Nehmen wir auch mal weg. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Denn wir wissen ja, Versuch macht klug, ne? So, die nehmen wir auch weg. Ist hier noch eine? Ja gut, jetzt kommen wir in den oberen Bereich dann. Ich würde sagen, der ist mir zu hoch, der Baum. Ich würde ihn am liebsten direkt hier cutten. Jo, die Raben. Ich würde ihn am liebsten direkt hier cutten und von da aus weiter dann... Obwohl es natürlich, oh doch, obwohl, ja doch, weil sonst haben wir hier unten ein zu großes Loch, ne? Ja, so, genau, siehst du? Genau, der erste Gedanke ist wie immer der beste. Okay, so, zack, siehst du wohl. Ja, das war gut, richtig, wunderbar. Ne? So einfach kann es manchmal gehen. Und dann können wir nämlich von hier aus, können sich dann Knospen entfalten und dann können wir das Ganze weiter aufbauen. So, okay, das belassen wir jetzt so. Ja, das belassen wir so. Die Forsythie, die Säule, die macht sich dieses Jahr so schön. Oh mein Gott, letztes Jahr war doch gar nichts, ne? Bedingt durch das Wetter, Klima. Aber dieses Jahr kommt die richtig schöne Erscheinung. So, ich zeige jetzt nochmal rundherum, wie das Ganze aussieht. Ich denke mal, das ist uns soweit schon mal ganz gut gelungen. Man könnte vielleicht hier auch nochmal den Teil wegnehmen komplett. Bis auf die beiden Äste hier. Aber wir belassen das jetzt erstmal so. Ne? Wie gesagt, ist jetzt so ein Kandidat, wo ich auch wirklich den ganz klein halten möchte. Ne? Nicht mehr rauswachsen lassen, zurückstehen, rauswachsen lassen, ne? Sondern der soll jetzt wirklich klitzeklein bleiben. Das heißt, wir werden auch hier im Sommer dann immer wieder mal nacharbeiten, ne? Damit er halt dementsprechend auch klein bleibt. Ja, jetzt ist er doch schicker. Es geht weiter mit einem Kandidaten. Letztes Jahr war hier noch die Frage, nehmen wir ihn raus oder nicht raus. Ne? Aber dieses Jahr ist es dann doch soweit, dass wir ihn tatsächlich rausnehmen, damit wir hier halt ein bisschen weiterkommen. Ja, okay, dann lass uns überraschen, wie das hier drin aussieht. Denn hier waren Dickmaulrüssler drin. Mal gucken, ob die uns noch was übrig gelassen haben. Ne? Oh, der ist aber nicht, oh, da sehe ich schon, ja, nee. Ah, nee, nee. Ja, nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Oh, oh, oh. Oh, 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 nein. Ach, du meine Güte, ist ja gar nichts mehr. Ach, du meine Güte, Mann. Wunder, dass der überhaupt noch austreibt, ey. Ein Großteil haben ja die Vögel vor kurzem schon mal rausgeholt hier. Die hatten ja ganze Erde rausgepickt. Puh, das sieht gar nicht gut aus. Ach, Mann. Das ist aber ärgerlich, wo sag ich dir? Oh, ich spüle den mal eben sauber. So sieht er kräftig und gesund aus, ne? Aber hier, guck dir das mal an. Da ist ja fast gar nichts mehr dran. Alles abgeknabbert. Alles abgeknabbert. Tja, so ist das. Kannst du nicht reingucken, ne? Wunderst dich dann später, warum der Baum hops geht. Da macht man sich so viel Mühe, so einen Baum groß zu ziehen. Und dann kommen die Dickmaulrüssellarven und fressen einfach alles weg hier. Die fressen die Rinde komplett samt Kallus. Gewebe fressen die einfach weg. Ne? Also hier ist nicht eine einzige Saugwurzel dran. Das ist alles ja Holz eigentlich nur. Da ist also nichts wirklich mit Wurzel. Das ist alles nur Holz. Ja, da muss ich mir Gedanken machen, wie wir jetzt vorgehen. Schade drum, ne? Aber ja, das heißt, mal auf. Das Einzige, was wir machen können, wir müssen reduzieren oben. Und ja, ich guck mal. Also, wir haben ja so gut wie gar keine Wurzel. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Ne? Das ist schon,
Ja, also wir müssen auf jeden Fall reduzieren hier oben. Das Einzige, was wir behalten können, ist dieser Ast hier voraussichtlich. Rein optisch gesehen würde ich sagen, ja. Pass mal auf, wir machen es jetzt einfach mal. Ich schneide mal eben just den ab hier. So. Ja, gut, dass ich den abgeschnitten habe. Hätte ich den jetzt hier abgeschnitten, würde das gar nicht mehr aussehen. Okay, also wir reduzieren auf jeden Fall schon mal alles, um den, ja, Druck wegzunehmen, den Saftdruck im Prinzip, den der Baum eigentlich braucht. Weil das wird er nicht mehr schaffen. Das wird er nicht mehr schaffen. So. Okay. Jetzt mal gucken, wenn wir noch retten könnten, ne, ist die Frage, was geht wohin? Behalten wir den als Haupttrieb oder den als Haupttrieb? Oder machen wir einen Zwilling einfach von? Könnte man ja auch machen. Ne? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert, weil das ist jetzt schon, ja, ich möchte nicht sagen Katastrophe, doch, ist eine Katastrophe definitiv. Ne? Ist so, es ist eine Katastrophe. Okay, komm, wir nehmen alles zurück hier. Hier oben sieht das ähnlich aus, da ist so ein dicker Knubbel dran. Kannst du das sehen? Ja, ne? Das sieht nicht aus, das sieht gar nicht aus, überhaupt nicht. Nee, das sieht nicht aus. Pass mal auf, ich nehme hier weg. So. Jawohl. Gut, dann haben wir es jetzt einfach mal gemacht. Und jetzt muss ich überlegen, wo ich ihn einpflanze. Nehmen wir jetzt eine Wurzel, die geht in die Senkrechte, die nehmen wir auf jeden Fall schon mal weg. Oh, das ist echt alles nur noch Holz, ey. Ob der das schafft, ey. Oh. Ich glaube da nicht dran. Aber naja. Versuch macht klug, ne? Wie wir wissen. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin. Schneide die Wurzelspitzen schon mal ein bisschen weg hier. Ah, Jemine, die untere nehme ich weg, die jetzt ganz weit nach unten gehen hier. Jetzt sagst du auch, na, jetzt nimmst du aber doch noch mehr weg. Warum hat er sowieso schon so wenig? Ja, er muss eh neue Wurzeln machen. Ist so. Er muss einfach neue Wurzeln machen. Ich hoffe, dass er das schafft. So. Ja, okay. So belasse ich ihn jetzt erstmal. Ach, Mann, Mann, Mann. Diese Dickmaulrüssler, ne? Das ist aber auch, man möchte auch keine Chemie einsetzen oder so, ne? Und hier auf nützliche Basis. Gut, es gibt auch Nematoden dagegen. Aber du weißt ja nie, hast du welche, hast du keine, ne? Der Baum hätte es uns ja gar nicht mal gezeigt, wenn die Vögel nicht drin gebuddelt hätten. Oder wir ihn jetzt rausgenommen hätten, ne? So, okay. Erstmal ab ins Wasser. Und dann gucken wir mal. Da macht dieser Anblick doch mal wieder richtig Freude hier, unsere Forsythie als Bonsai. Interessanterweise habe ich in den Bonsai-Schalen oder in dem Bonsai noch nie Dickmaulrüssler gehabt. Bisher immer nur bei Topfpflanzen, die in Erde standen tatsächlich. Auch bei Hortensien war das schon gewesen. Auch bei Rosen hatte ich das schon mal gehabt. Aber jetzt in den Bonsai-Schalen selber habe ich noch nie Engerlinge in dem Sinne, also diese Dickmaulrüssler-Larven gehabt. Das ist auch mal interessant so mitzunehmen. Ne? Ob die dieses Substrat nicht mögen, weil denen das zu grob ist, zu hart ist, weil die da nicht drin buddeln können, nicht reinkommen können, um ihre Eier abzulegen, die Käfer dementsprechend. Durchaus denkbar, ne? Auf jeden Fall habe ich das noch nie gehabt. Ah, die ist so schön. So wunderschön, das ist also herrlichst anzusehen. So, es hat mich jetzt ein bisschen mitgenommen gerade. Ist so, ne? Wenn du Herzblut reinlegst und versuchst, was hinzubekommen, vor allem, es war ja auch eine Abmosung gewesen, ne? Dass das geklappt hat, alles, dann freust du dich und dann sowas, ne? Na, mal gucken, ob wir sie da zu Gange bringen. Ich habe sie jetzt auch ins Wasser erstmal gestellt, damit das hier nicht zu lang wird heute, weil ich muss auch Feierabend machen. Ja, okay. Weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Haben wir heute mal ein bisschen tiefgründiger in die Erde bzw. ins Substrat bei dem Bonsai reingeschaut und das eine oder andere gemeinsam gemacht. So, okay. Ah, jetzt wieder aufräumen. Mag ich überhaupt nicht, bin ich ganz ehrlich. Immer, wenn du fertig bist, ne, dann musst du dann noch mal erstmal alles zusammenpacken wieder. Aber das ist schon ein wunderschönes Bäumchen. Komm, die Schale wollen wir ja auch sehen, ne? Ein wunderschönes Bäumchen. Oh, der ist so herrlich. So herrlich anzusehen. Aber das macht dann auch richtig Spaß, muss ich sagen, ne? Auch wenn das jetzt, wie man sagt, so nicht baumtypisch ist, ne? Ist im Prinzip ja schon Baum, aber das ist dann, ich sag mal, ein uralter Baum, ne? Der schon auseinandergebrochen ist und noch ein paar dicke Äste hat. Und das war es dann in dem Sinne. Von daher schon auch Baum, kann man doch sagen. Obwohl Forsythien an und für sich Sträucher sind, ne? Aber okay. Nichtsdestotrotz wunderschön.
richtig herrlich anzusehen. Bei dem Schätzchen macht das auch Spaß, wenn das dann rauswächst, das Grün, da zu pinzieren, ein bisschen auszusortieren in Ruhe. Wenn so ein Bonsai, ich sag's mal, vom Habitus fertig ist. Ne? Klar, man muss immer was dran machen, ganz klar. Ne? Aber wenn er so aussieht, dann ist man doch schon mal zufrieden und da kann man auch mit Gemüt dran gehen und ein bisschen was machen. Okay, es geht morgen auf jeden Fall weiter. Ob wir morgen draußen was machen, weiß ich noch nicht, weil ich müsste drinnen unbedingt weitermachen, bin ich ganz ehrlich. Weil da geht auch die Post ab, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Von daher, na, mal gucken.